herzlich willkommen zum NFS4-Rennen zum 7.9.2010 beziehungsweise den 14.9.2010, da wir ja wie am Montag mit NFS HP2 schon angekündigt hatten wir ja letzte Woche Ausfall. Darum sind die Strecken halt auf diese Woche verschoben, da wir sie ja nicht überspringen wollen, sondern wir wollen sie ja trotzdem fahren. Die letzte Woche Ausfall war halt wegen technischen und sonstigen Gründen, ja. Und ja, dann werde ich jetzt mal die Strecken vorstellen. Ah ja, bevor ich das mache, eins vorweg. Wir hatten mal richtig schön viele Leute heute. Wir waren nämlich mal zu fünft und zudem war das richtig spaßig, dieser Renntag. Also muss man wirklich sagen, war mal richtig toll. So. Jetzt Rennen 1 ist mit dem Jordan 199 Frenzen auf Empire Backstreets mit der Richtung spiegelverkehrt, mit eingeschaltetem Wetter, mit eingeschaltetem Verkehr und dadurch ist der Fahrzeugschaden erzwungen, weil wir Kollision brauchen. Und erzwungen steht da statt ja, weil der Zufallsgenerator wollte zwar keinen Fahrzeugschaden bzw. Kollision, aber für Verkehr brauchen wir es eben. So. Dann haben wir Aston Martin DB5 auf der Strecke Spaceways. Spiegelverkehrt fahren wir sie. Selbe Spiel, erzwungener Fahrzeugschaden, weil Verkehr an. Das gleiche mit Rennen 3, La Nina auf Rocky Pass. Und die fahren wir nur spiegelverkehrt, also ohne Verkehr oder so. Dann haben wir Rennen 4 noch mit den Subaru Impreza WRC 2001 auf der Strecke Auvergne. Die fahren wir allerdings in der Nacht. Mit gewolltem Fahrzeugschaden und Verkehr. Dann haben wir, und das Rennen war richtig lustig, mit der Citroën 2 CV von 1964. Ja, die gute alte Autoente. Die fahren wir nämlich auf Retro Bridge rückwärts mit Wetter und dazu noch ein wenig Verkehr. Und dadurch erzwungener Fahrzeugschaden. So, dann haben wir noch das letzte Rennen. Dodge Viper RT10. Auf der Strecke Acapulco, rückwärts, spiegelverkehrt, mit Wetter, mit erzwungenen Fahrzeugschaden, weil auch hier der Verkehr eingeschaltet ist. Ja, das wäre es soweit und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video, denn das ist diesmal wirklich schön, sag ich mal, da das Rennen war echt spaßig. Also bis gleich im Spiel. Jo, dann starten wir mal. Empire Backstreets. Diesmal allerdings vorwärts. Drei, zwei, eins, los! Oh, scheiß Start. Au! Die Lampe sollte ich in Ruhe lassen. Vorwärts sollte sie auch nicht so rumbacken wie rückwärts. Ah, aber mein Fahrverhalten. Das ist... Naja. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders, wa? Ah, was geht denn alles gerade so ab hier? Wow! Na, bei dem Fahrverhalten, das ich hier mache, ist es auch kein Wunder. Irgendwas mache ich falsch. Gibt's doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt hier so falsch?
Oh Mann, no. Jetzt kommt da auch noch so ein Kackbus entgegen. Gibt's doch gar nicht, ey. 30 Sekunden Rückstand, was geht, Alter? Mann, sag mal, gibt's das? Ich da wieder ein Verkehrwagen rum. Oh, Junge! Mein Fahrstil ist doch echt das allerletzte. Meine Güte, was mache ich hier so falsch, sag mal. So, da haben wir uns erstmal die Anni geschnappt. So, fertig. Gibt's doch nicht, ey, was hast du anders? Welche Route bist du gefahren, sag mal? Hab den Turbo eingelegt. Hab so ein Raketentriebwerk angebaut. Ja, glaube ich auch, du. Ey, sag mal, welche Route bist du eigentlich gefahren? Naja, da wo Abkürzungen sind. Ja, hier gibt's viele Alternativwege. Ja, da musst du aber voll den schnellen Weg gehabt haben. Ey, 50 Sekunden Rückstand, ich verzweifle an meiner Fahrkünste, das gibt doch gar nicht, Mann. Oh. Bist du auch schon im Ziel? Nein, bin ich nicht. Ach, du bist ja gelb. Ne, sind alle gelb. Das ist es ja, das ist ja das Üble. Ich frag mich, was für eine Route du gefahren bist, sag mal. Mal abgesehen von meinen vielen Crashes, die ich hier hingelegt habe. Warum fährst du denn die ganzen Kurven? Ach, kein Plan, irgendwie bist du wohl eine bessere Route gefahren. Egal, hast gewonnen, Glückwunsch. Ja, ist eindeutig die bessere Route gefahren, ey. Irgendwie muss ich da voll die Scheißroute gefahren haben. Du kannst gleich nach dem Start rechts. Naja, das habe ich auch dann gemacht noch. So, dann bei der ersten scharfen Rechtskurve, wo die ganzen Pfeiler sind, geradeaus fahren nach der Kurve fahren. Mhm. Dann das Ganze da abkürzen, wo das so runter geht. Dann gleich rechts, da wo du auch gefahren bist. Ja. Und da komplett durchfahren. Und dann kommst du hier beim Start raus. Okay. Ja, da bin ich vorhin ganz anders gefahren, deswegen war ich auch so langsam. Naja, und meine ganzen Crashes, die haben das natürlich summiert, ne?
ja ein Crash nach dem anderen hingelegt. So, passiert. Leute, was kann die arme, der arme Brückenpfeiler dafür, dass du mich das hier? Ich glaube nicht, dass es der Brückenpfeiler war, ich glaube, das war ein Verkehrswagen. Ja, oder so. Das kann natürlich auch sein. Weil sie ist ja dran vorbeigefahren, knapp. Aber es hat trotzdem gestoppt, also war dann Verkehrswagen bei ihr garantiert. Und da war auch ein Verkehrswagen. Und da, wo sie gleich ist. Nicht links rum, sondern geradeaus. Ah, siehst du das? Naja, das habe ich dann auch noch gemacht. Ab. Und dann, wenn du oben die Linkskurve hast, gleich wieder rechts. Da kannst du nochmal abkürzen. Ah, du bist aber auch eben abgegangen, ey. Schade, dass es hier keine Wiederholungsfunktion gibt, ey. Das hätte ich jetzt echt gerne mal angeguckt bei dir. Also 50 Sekunden Rückstand zu viel, das ist echt hart. Und dabei bin ich sogar noch mal irgendwo gefahren. Ja, was? Das bin ich ja andauernd. Also das, das zählt ja sowieso nicht, das bin ich ja andauernd. Vor allem in diesem einen Tunnel da. Lag ein Bus auf der Seite, ich kam nicht vorbei. Bei mir auch. Aber bei meiner war, da konnte ich irgendwie durchfahren. Okay. Nee, die Strecke war auf deiner Seite. Boah, Mann, meine Gesamtzeit im Vergleich zu deiner, das geht ja echt gar nicht, ey. Aber wenigstens habe ich die bessere Höchstgeschwindigkeit. Oh, Mann, ey. Fertig, Mäuschen? Fertig! Ja, ich habe diesmal ein paar mehr Screenshots zu machen bei 5 Leuten. So. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Rollen- und Streckenrekord. So. Oh ja, jetzt kommt genau das Gegenteil. Was Auto betrifft. Zitrön. Ach nee, schade, nicht der Zitrön. Nee, der Zitrön kommt später. Jetzt kommt erstmal Aston Martin DB5. Der fährt sich auch geil. Und die Strecke ist auch cool, Space Race. Die ist geil. Die ist lustig. Kenn ich nicht. Nee, die wird wohl keiner von euch kennen. Du aber. Ja, klar, ich kenne die ja alle. Ich habe sie nur irgendwie mal wieder vergessen.